Wir haben nicht mehr viel Zeit bis zum nächsten Jahr. In etwas mehr als 3 Monaten wird der Kryptomarkt ganz anders aussehen. Kryptos haben eine spezielle Zyklenstruktur, die Preise stark beeinflussen. Ich habe deswegen angefangen, stärker manche Coins einzukaufen, vor allem bis Ende Jahr. Dies könnte die letzte Chance sein, zu sehr günstigen Preisen einzukaufen, bevor es wieder stärker steigt. Weshalb aber? Interessanterweise verhalten sich Kryptos Ende Jahr sehr speziell. Um es genauer zu sagen, hier passiert oft ein regelrechter Anstieg. Während es bis Ende Jahr vor der Bitcoin-Halbierung noch sinkt, fängt es danach stark an zu steigen. Deswegen kaufe ich momentan 4 Kryptos viel stärker ein als sonst, von denen ich überzeugt bin, dass sie im nächsten Bullrun stark ansteigen werden und die ich gründlich analysiert habe in den letzten Monaten. Doch bevor ich die Kryptos vorstelle, würde ich euch gerne unsere private Investitionsgruppe vorstellen. Wir haben uns auf Kryptos und Aktien spezialisiert und haben den umfangreichsten Discord-Kanal mit über 100 Beiträgen für euch. Wie man investieren sollte, wann man kaufen sollte, was man kaufen sollte, was ich persönlich kaufe oder auch verkaufe. Und zudem ist mein ganzes Portfolio einsehbar. Zudem erstelle ich regelmäßige Kaufsignale. Hier seht ihr, zu welchen Preisen ich selber kaufe und vor allem, welche Kryptos ich als sehr gut ansehe, die im nächsten Bullrun gut steigen werden. Jeder ist herzlich willkommen. Der Patreon-Link ist unten in der Beschreibung. So, kommen wir aber nun zu den 4 Kryptos, die ich momentan stark einkaufe. Starten wir gleich mit der ersten Kryptowährung. Und nein, es ist nicht mal Bitcoin. Davon habe ich schon viel gekauft Ende 2022. Es ist Cardano. Schaut Leute, Cardano ist eine Kryptowährung, die vielleicht viele von euch kennen und ich erwähne sie auch öfters. Jedoch gibt es Zeiten, bei denen ich sie nicht kaufe und Zeiten, bei denen ich wie ein Verrückter zuschlage. Und momentan ist Cardano in einem sehr günstigen Preisbereich. Gerade mal 0,25 Dollar pro Coin. Cardano ist für ihren zyklischen Verlauf bekannt. Ich persönlich kenne die Kryptowährung schon seit 2018 und in dieser Zeit hat sie sich stark bewährt. Sie war schon immer in den Top 10 Kryptos seit ihrer Existenz und das Projekt hat jedes Jahr ihre Blockchain erweitert. Doch das volle Potenzial noch nicht ausgeschöpft. Zudem ist es eine der Kryptos, bei denen die meiste Entwicklung im Hintergrund stattfindet. Ihr gesamtes Ökosystem ist aber noch lange nicht vollkommen entfaltet. Dies würde im kommenden Bullrun einen starken Schub ergeben. Wenn wir die Vergangenheit ansehen, bemerken wir, dass Cardano im Bullrun unaufhaltbar ist, jedoch im Bärenmarkt auch stark unten ist. Meiner Meinung nach ermöglicht dies Investoren einmalige Chancen, günstig einzukaufen, bevor es zu spät ist. Auch beim letzten Crash damals im Jahr 2018 fiel es bis Ende Jahr und danach stieg es stärker an. Und auch dann, im Jahr vor der Halbierung, verdoppelte sich der Preis gerne mal. Und später dann im Bullrun explodierte es förmlich. Ich erwarte, dass Cardano bis Ende Jahr noch schwächelt, also noch 3 Monate. Doch ab einem Zeitpunkt, wenn auch Bitcoin stärker steigt, aufgrund der Bitcoin-Halbierung, wird Cardano auch mitgezogen. Wisst ihr, was mir wichtig ist? Jetzt einzukaufen, solange es noch gar nicht im Rampenlicht ist und einen sehr günstigen Preis hat. Im letzten Bullrun erreichte ADA 3 Dollar. Falls es diesen Preis wieder erreicht, wäre es vom jetzigen Bereich mehr als das 10-fache. Gehen wir gleich zur nächsten Kryptowährung, und zwar Ethereum. Weshalb kaufe ich gerade Ethereum stärker? Es gibt doch Dutzende andere Coins. Neben Bitcoin ist Ethereum die beliebteste Kryptowährung. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es im Bullrun auch stark steigt neben Bitcoin, ist sehr hoch. Zudem hat es noch einen anderen Vorteil, und zwar das Interesse der institutionellen Investoren. Jetzt schon haben sich viele nach Bitcoin überlegt, auch Ethereum-ETFs anzubieten. Rein logisch betrachtet wäre das der nächste Schritt, nachdem es bei Bitcoin endlich klappt. Ethereum hat aber in meinen Augen noch einen riesen Vorteil, den es bis jetzt in keinem Bullrun hatte. Und zwar, seit sie von POW zu POS umgestiegen sind. Ihre Umlaufmenge ist praktisch gleich geblieben. Wenn wir sogar genau hinschauen, ist die Anzahl Ethereum weniger geworden. Man erkennt es hier sehr gut. Vorher wurde jedes Jahr Millionen an neuen ETHs in den Markt durch Mining hineingeschüttet. Im Gegensatz zu Bitcoin hat Ethereum kein Limit. Es konnte also unendlich viel geben. Mit dem Update hat man dies verhindert und als Pluspunkt sogar noch geschafft, dass es weniger wird. Und nun stellt euch vor, wie stark es schon vorher stieg und da wurde jedes Jahr Millionen neue ETH-Coins erstellt. Was wird im nächsten Bullrun passieren, da die Umlaufmenge nun limitierter denn je ist? Der Preis wird davon sicherlich profitieren. Etwas, das es bei Ethereum in keinem Bullrun zuvor jemals gab. Die dritte Kryptowährung, die ich nun einkaufe, wäre wohl Chainlink. Ich habe mich bei dieser Kryptowährung zurückgehalten die letzten Monate, doch jetzt baue ich mir langsam wieder eine Position auf. Chainlink fungiert sozusagen als eine Zwischenstelle für Blockchains und Datenquellen. Im Bereich DeFi ist sie speziell stark unterwegs, dabei unterstützt sie auch andere Projekte mit ihren Smart Contracts und hat viele Partnerschaften mit anderen Kryptowährungen, die auch auf die Hilfe von Chainlink angewiesen sind. Wenn wir uns den Preis anschauen, hat es sich bei 6 bis 7 Dollar festgesetzt. Zuvor stieg es im Bullrun auf 50 Dollar rauf. Chainlink ist eine bewährte Kryptowährung.
Kryptowährung, die schon seit 2017 auf dem Markt ist. Das letzte Mal vor der Bitcoin-Halbierung ist der Chainlink-Preis auch stark angestiegen. Interessanterweise auch genau Ende Jahr. Momentan ist sie in einer Seitwärtsbewegung und hält sich sehr stabil. Ich erwarte auch hier im nächsten Bullrun starke Steigerungen. Kommen wir zur letzten Kryptowährung. Polygon Matic. Auch diese Kryptowährung kaufe ich bis Ende Jahr stärker ein. Matic ist eines der beliebtesten Blockchains, die ich selber öfters verwende. Sehr einfach zu benutzen, sehr günstig und sehr schnell. Zudem weist Polygon ein großes Ökosystem von Krypto-Projekten auf und hat sich auch schon einen Namen bei anderen Firmen gemacht. Hier kommt in Zukunft aber eine große Veränderung. Und zwar werden sie einen neuen Token erstellen, den Pol-Token, der dann die nächste Ebene von Polygon darstellen soll. Hierbei müssen sich Matic-Token-Halter keine Sorgen machen. Laut ihren Dokumenten und Aussagen kriegt jeder 1:1 neue Pol-Token. Das heißt, wenn ihr 100 Matic-Token besitzt, kriegt ihr 100 Pol-Token. Ihr habt dann sogar bis zu 4 Jahre Zeit, um es umzutauschen. Dieses Update sollte laut eigenen Aussagen Ende 2023 kommen. Es kann aber sehr gut sein, dass Updates gerne mal verschoben werden. Ich rechne eher mit 2024. Das heißt, wenn man Matic-Token kauft, kann man automatisch den neuen Token in Zukunft umtauschen, was es umso verlockender macht. Zudem ist es auch stärker gefallen, was den Preis umso günstiger macht. Ich erwarte auch hier bis Ende Jahr noch solch günstige Preise. Nichtsdestotrotz ein Krypto-Projekt, von dem ich viel halte. Wenn das neue Update kommt, werde ich dann wohl vom Pol-Token reden anstatt Matic-Token. Aber mal sehen, was die Zukunft bereithält. Eins ist sicher, Investoren mögen neue Tokens auf jeden Fall. Diese Veränderung könnte zudem das Polygon-Projekt in neue Dimensionen bewegen in Zukunft, da sie sehr ambitionierte Pläne haben. So, dies waren 4 Kryptos, die ich sowohl projekttechnisch als auch vom Preis her momentan als sehr gut erachte. Wie ihr wisst, investiere ich immer langfristig und diese Käufe, die ich jetzt tätige, werden sich im Bullrun erst stark entfalten. Also denkt bitte nicht, dass es schon in 2 Wochen stark steigen wird. Natürlich kann es zwischendurch steigen, aber wer vor dem eigentlichen Bullrun verkauft, schadet seinen eigenen Gewinnen. Eine Leitregel bei mir ist immer Cost Average anzuwenden. Hierbei kaufe ich über längere Zeit, jede Woche oder jeden Monat immer wieder ein. Somit schaffe ich es, den Durchschnittspreis immer gering zu halten, anstatt einmal aus Gier sehr hoch einzukaufen. Glaubt mir, das ist eine der besten Strategien. Wenn ihr Kryptos verkaufen wollt, möchtet ihr das auf jeden Fall im Bullrun tun. Und dann heißt es halt, abwarten und geduldig sein. Und wenn der Moment kommt, werden wir im richtigen Moment zuschnappen. Oft fragen mich die Leute, welches die besten Kryptowährungen sind zum Kaufen. Ich persönlich richte mich da immer an manchen Regeln, die ich selber aufgestellt habe. Sicherheit, Potenzial, Struktur und noch viele andere. Jedoch ist es sehr wichtig, eins nie zu vergessen. Kryptos sind sehr zyklische Produkte. Das heißt, viele, wenn nicht sogar alle, bewegen sich in ähnlichen Mustern. Das heißt trotzdem nicht, dass jede Kryptowährung gleich gut ist. Denn oft gehen manche Kryptos unter und manche werden auch noch im nächsten Bullrun steigen. Und die Kryptos, die ich heute vorgestellt habe, bei denen bin ich mir sicher, die werden auch nach dem nächsten Bullrun noch existieren. Und genau solche Kryptos kaufe ich. Falls ihr mehr über Kryptos und den Bullrun erfahren möchtet, schaut euch unbedingt als nächstes dieses Video an.